Ich kann diese ganze Kriegspropaganda gegen Russland als Schuldigen für alles und jeden nicht mehr hören. Krieg funktioniert nicht wie im Fernsehen oder wie im Kino. Die Rollen sind klar verteilt, es gibt einen Guten, einen Bösen, Schwachsinn. Von 193 beteiligen sich nur 36 Länder an den Sanktionen. Und hier im Westen tun wir so, als ob die ganze Welt vereint gegen Russland steht. Dabei ist das nicht ansatzweise der Fall. Und je länger der Krieg dauert, desto mehr stelle ich fest, dass wir gar nicht mehr über die Ursachen oder die Lösung des Krieges sprechen. Die Fronten sind verhärtet, keiner unserer Politiker hat ein Konzept, wie es weitergeht, außer Waffen verzögert zu liefern. Und obwohl ein Krieg mitten in Europa stattfindet, sind unsere Volksvertreter in einer Sommerpause. Und nebenbei verliert sich das ganze Land in irgendwelchen Scheindebatten wie Duschtipps zum Energiesparen, Atomkraft ja, nein. Und unser Kanzler guckt bei dem ganzen Wahnsinn in die Röhre. Mein Fazit ist, ich weigere mich einfach, diese moralbesoffene Propaganda zu schlucken. Die NATO sei unschuldig, die korrupte Ukraine verteidige die westliche Demokratie, den ganzen Konflikt allein auf den Angriff Russlands zu reduzieren und dabei alles davor Geschehene zu vergessen. Was hat uns zu diesem Krieg geführt? Und da muss ich folgende Frage stellen. Was hat die Alteuropäer und deutsche Politiker dazu bewogen, die NATO entgegen allen Zusagen bis an die Grenze Russlands auszudehnen, als galt es, einen neuen Kalten Krieg zu entfachen oder den schrecklichen Drang nach Osten wieder aufzunehmen? Wir Deutschen haben die Wiedervereinigung nur erreicht durch das mündliche und protokollierte Versprechen, keine NATO-Osterweiterung durchzuführen. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Gerechtigkeit und Frieden. Informationen, Nachrichten für eine bessere Welt.